Radio. Geschätzte Damen und Herren, ich wünsche der heutigen Sitzung einen guten und gedeihlichen Verlauf. Für die Zukunft wünsche ich dem Gemeinderat von Bad Ischl viel Erfolg. Herzlichen Dank. Vor der Wahl des künftigen Bürgermeisters erstaunte die ÖVP Bad Ischl mit ihrem Statement und dem anschließenden Auszug aus der Gemeinderatssitzung. Parteiobmann Stadtrat Christian Zierler über die Gründe. Wir sind der Meinung, dass der Bürgermeister als oberster Vertreter der Gemeindebürger sich auch weiterhin dieser Abstimmung stellen sollte. Direktwahl bedeutet direkte Bürgerbeteiligung und somit gelebte direkte Demokratie. Das Umgehen dieser direkten Mechanismen stellt eine Entmündigung der Bürger dar. Wir als Gemeindepolitiker sollten immer versuchen, unsere Entscheidungen so oft wie möglich durch den Bürger überprüfen zu lassen, sei es in Diskussionen oder bei Wahlen. Wir als Vertreter der ÖVP Bad Ischl betonen, dass wir grundsätzlich für die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger von Bad Ischl sind. Gerne reichen auch wir unseren politischen Mitstreitern über die Fraktionsgrenzen hinweg die Hand, wie es Stadtrat Heide in der letzten Sitzung auch ausgesprochen hat. Für uns bedeutet, jemanden die Hand reichen, ihn zu achten, zu respektieren und ein korrekter und stets ehrlicher Umgang miteinander. Keinesfalls bedeutet es für uns, die Abwesenheit von Vizebürgermeister Bahnhuber auszunutzen. Somit kann nur Stadtrat Heide seine Vorstellungen präsentieren und die anschließenden Diskussionen vor der Wahl auf die gestellten Fragen antworten. Im Sinne dieser Stellungnahme protestieren wir gegen das Vorgehen von SPÖ, FPÖ und Stadtrat Heide. Im Sinne ihrer Aufgabe als Bürgervertreter sollten alle anwesenden Gemeinderäte diese Vorgehensweise nicht unterstützen. Zum Zeichen unseres Protestes nehmen wir an dieser Abstimmung nicht teil und verlassen als Fraktion geschlossen diese Sitzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Wenn man eine Hand reicht, dann muss man auch die Möglichkeit haben, sie entgegenzunehmen. Es tut mir leid, dass heute die ausgestreckte Hand keine andere Hand findet, die sie drückt. Für mein Politikverständnis gehört auch Zuhören dazu. Man muss auch den Andersdenkenden zuhören. Es wird mir auch nicht zugehört zum momentanen Zeitpunkt. Ich hoffe, diese Situation bessert sich. Und ich habe in meinem Statement, das ich mir überlegt habe, in schlaflosen Nächten, mir überlegt, was denn die besondere Herausforderung ist, als Bürgermeister zu kandidieren. Und ich denke, es ist in jeder Gemeinde eine Herausforderung, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Und es ist eine ganz besondere Herausforderung, in unserer Stadt Bad Ischl zu kandidieren. Weil ich diese Stadt liebgewonnen habe und auch in meiner Biografie bin ich immer wieder zurückgekommen, es ist mir nicht gelungen wegzukommen und darum bin ich dieser Stadt emotional verbunden und ich weiß, dass es fast jeden Ischler so geht, fast jeder Ischlerin, fast jeden Ischler. Ich habe auch seit gestern 5 Uhr früh großes Herzklopfen und heute nähert sich das Herz aufgrund der Schwerkraft immer mehr dem Boden, also es rutscht nach unten. Und ich denke aber, das ist ein Beweis, dass ich für Politik mit Herz stehe und dass mir Dinge nicht egal sind. Aufgrund der Vorkommnisse sehe ich die größte Herausforderung für die nächste Zeit, die sofort ansteht, nicht im Budget, das es zu erstellen gibt und noch heuer in der nächsten Gemeinderatssitzung zu beschließen, sondern nur annähernd das wiederherzustellen, was einmal das Bad Ischler Klima geheißen hat. Nämlich, dass man miteinander redet, dass man sie akzeptiert, dass man einander zuhört. Ich möchte mich eigentlich nicht auf Befindlichkeiten einlassen, weil ich glaube, dass das, was im letzten halben Jahr in Bad Ischl passiert ist, politisch, für die Entwicklung unserer Demokratie nicht gedeihlich war. Und nach meinem Verständnis ist die Ebene, wo Demokratie für den Bürger am meisten spürbar ist, in der Kommunalpolitik, also da, wo wir im Gemeinderat sitzen. Und es tut mir leid, dass heute Politik für die Bevölkerung spürbar wird, so wie es nicht sein sollte. Mir ist es immer um Inhalte gegangen und um Sachpolitik und in diesem Sinne bewerbe ich mich um das Amt des Bürgermeisters und erlaube mir auch ein paar inhaltliche und sachpolitische Themen jetzt zu bringen. Ich habe von Anfang an gesagt, Bad Ischl hat ein enormes Potenzial, wir haben ideale Voraussetzungen momentan, die Zeit ist günstig, wir haben eine unglaubliche Dynamik aufgrund der Landesausstellung, der Landesgartenschau. In Bad Ischl tut sie so viel, wie sie nie getan hat, die Stadt ist in einem Um- und Aufbruch. Und diesen Aufbruch gilt es zu nutzen, denn bisher waren die Investitionsmaßnahmen hauptsächlich von der öffentlichen Hand, von Land, Gemeinde
Und es gilt, in den nächsten Jahren diesen Trend fortzusetzen und finanzkräftige Investoren zu gewinnen, wobei wir auch hier schon eine gute Entwicklung haben. Es gibt interessierte Investoren für einen Hotelneubau hinter Kongress- und Theaterhaus. Es gibt interessierte Investoren, die in Geschäftslokale investieren wollen. Es werden Gebäude in der Stadt umgebaut. Und ich denke auch, nach der Fassadenaktion zeigt sich unsere Stadt in einem neuen Glanz. Was mir ganz wichtig ist, ist, ich stehe für eine moderne, erfolgreiche Kommunalpolitik. Und eine Kommunalpolitik kann nur dann erfolgreich und modern sein, wenn man mit dem Bürger geht. Und daher habe ich mir von Anfang an Bürgernähe als Ziel verschrieben. Und wenn man mich fragen würde, was die drei wichtigsten Punkte sind, die mir am Herzen liegen, dann würde ich sagen Bürgernähe, Bürgernähe, Bürgernähe. Die im Anschluss durchgeführte Wahl ergab von den 21 abgegebenen Stimmen 20 für Stadtrat Hannes Heide, der damit zum Bürgermeister der Stadt Bad Ischl gewählt und von Bezirkshauptmann Magister Lanz entsprechend angelobt wurde. Und Gewissen zu fördern. Ich gelobe. Danke sehr. Gratuliere.